Und wir sind wieder zurück bei Soul Axiom. In einer militärischen Anstalt. Ja, Anstalt trifft's ganz gut. Ich werde hier nämlich gerade wahnsinnig. Immer noch auf der Suche nach einem Weg, wie wir den Heli hier löschen können. Falls dies überhaupt unsere Aufgabe ist. Ich vermute's mal. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Aber wie? Wir müssen auf jeden Fall... Ja, wie wär's, wenn wir mal die Fässer wegbringen, weil die sind entflammbar. Können wir das irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Können wir da unten rein? Das können wir. Sterben wir, wenn wir hier durchs Feuer gehen? Wir können durchs Feuer gehen. Wir sind ein Gott, der allein auf einer Militärbasis durch die Gegend schreitet und versucht, ein Feuerchen zu löschen. Gibt's ein Telefon? Kann ich nicht einfach die Feuerwehr rufen? Wahrscheinlich endet es jetzt wirklich wieder damit, dass irgendwo die Kraft eingesetzt werden muss und ich sehe es einfach nicht. Die Kraft muss eingesetzt werden. Nutze die Macht, Luke. Nutze sie. Aber wo? Die Dinge hier schreien förmlich danach, dass sie benutzt werden. Verstehe. Aha. Oho. Interessant. Ich habe absolut keine Idee. Da ist eine Laterne, auf die wir elegant hoch balancieren können. Und keiner hat's gesehen. Verdammt. Sterben wir, wenn wir ins Feuer gehen, eigentlich? Immer noch nicht. Wir sind immer noch ein Gott. Den Heli selbst vielleicht? Nein, auch nicht. Wir können durch Kisten gehen. Ich bin aus dem Häuschen. Und durch... Wow. Unsere Macht steigt ins Unermessliche. Können wir auch durch Autos? Nein, durch Autos können wir nicht gehen. Aber durch Panzer. Nein, ich gehe jetzt bestimmt nicht zurück. Oder... Moment, geht's vielleicht auf der anderen Seite auch weiter? Nein, dort ist, glaube ich, kein Durchgang. Oder? Nein, weg. Direkt was mit denen zu machen geht auch nicht. Bleibt eigentlich nur noch dieses Gestell hier übrig mit den Pumpen, aber das ist irgendwie nicht wirklich benutzbar. Dreht das Rad. Los. Los. Dann eben nicht. Hier irgendwas? Nein, auch nicht. Irgendwas finden. Ich habe echt keine Ahnung, was unsere Aufgabe ist. Wobei ich mich ja diesbezüglich schon frage, ob das dann in der Vollversion anders sein wird oder ob man da auch so planlos ist. Weil warum wir jetzt hier sind, genau weiß ich immer noch nicht. Also jetzt nicht auf einer Militärbasis, sondern generell, warum wir in dieser Welt sind. Wir haben auch schon lange den Engel nicht mehr gesehen. Hallo? Hört mich jemand? Ich würde ja nicht behaupten, dass ich verzweifelt wäre oder so. Das trifft's nicht mal annähernd. Es ist eher eine Art von innerer Zerrissenheit. Gepaart mit... Aha.
Leute, da liegt einer. Sir? Sir, alles in Ordnung? Muss ich sie atmen? Ich hoffe nicht. Ja, ich glaube, das war's mit dem Militärabschnitt. Ja, wir sind wieder zurück. Okay, was ist das? Wir waren offensichtlich an Bord des Helikopters, der abgeschossen wurde. Haben aber wahrscheinlich überlebt, sonst hätten wir nicht unter anderem die anderen Erinnerungen und hätten auch nicht im Intro gesehen, dass nach unserer militärischen Karriere eben das Ganze mit der Dame passierte. In Richtung, was bist du? Was hat es mit diesem Affen hier auf sich? Moment. Ach, das ist... Sind das die Levels, die wir bestritten haben? Ah, okay. Jedes Mal, wenn wir dann oben einen Abschnitt schaffen, taucht hier sozusagen, das war wahrscheinlich dann der Tempel, also das Dschungel-Level. Das hier war jetzt das Militär-Level. Das heißt, die anderen, die wir schon gespielt hatten, die sind hier jetzt nicht dabei. Ein Grund mehr, warum ich der Meinung bin, wir sollten darauf warten, dass das Spiel fertig wird. Uns fehlen einfach die Infos und es fehlt auch der Spielfortschritt. Und ist das ein Zusatzlevel da oben? Das sieht so aus wie so ein Levelball. Ich werde mal kurz nach draußen schauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Hier scheint noch alles eigentlich relativ gleich zu sein, wie wir es kennen. Ich glaube, da hat sich gar nichts getan. Da waren wir drin. Waren wir da eigentlich drin? Doch sicher waren wir, da waren wir doch drin, oder? Ich meine, orange, haben wir eigentlich orange? Nein, orange haben wir gar nicht. Das Ding ist... Okay, wir können dieses Ding nicht öffnen. Das geht vermutlich erst mit einer neuen Kraft. Aber Leute, ihr seht schon, was ich meine, oder? Es ist etwas sinnlos, dieses Spiel derzeit zu spielen, weil man einfach die ganzen Infos nicht bekommt, ja? Wir wissen auch nicht, was dieses große blaue Teil jetzt in der Mitte von der Militärbasis war. Dieser komische Würfel, dieser riesengroße. Wir wissen eigentlich gar nichts. So gut wie. Also, ich werde jetzt einfach mal die Folge beenden. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir abbrechen sollen und später weitermachen oder einfach von hier aus weitermachen. Und je nachdem gibt es die nächste Folge entweder mit dem nächsten Update oder wenn das Spiel fertig ist. Bis dahin, macht's gut!